Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Ja, wir sind gerade hier an dem Gebäude am Basteln. Ich bin damit noch nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Vielleicht. Oh, wir brauchen die Rasterung 1 Meter wieder. Machen wir das doch besser so. Das ist, glaube ich, eine Idee. Oh, da passt die Höhe nicht. Move. Doch, so ist es okay. Ja, wenn meine Folgen schon länger mal oder auch Planet Coaster schon öfter verfolgt hat, der weiß, dass ich da beim Basteln immer einfach mal drauf losbastel. Manchmal so ohne konkrete Vorstellung und dann einfach quasi mal gucke, was draus wird. So ist es richtig. Und ja, immer ein bisschen überraschen lassen, weil viele Eingebungen oder viele Ideen kommen auch erst beim Machen. Deswegen ist das auch immer mal wieder ganz okay, wenn man einfach halt losbaut und sich davon leiten lässt, was das Ganze dann anschließend ergibt. Das ist, glaube ich, optisch besser. Als das, was wir vorher da hatten. Ich muss hier mal die Wände noch einziehen. 4 Meter hatten wir. Okay. Wo ist sie hin? Da. Einmal. Zweimal. So, dann müssen wir das Ganze drehen. Hallo? So, und den ganzen Spaß auf der Seite auch noch.
4 Meter. So, da müssen wir natürlich zumachen. Das hätte ich vielleicht geschickterweise vorher gemacht, ne? Naja. Das so mache, habe ich den da. So ist das nicht gedacht. Oh. Und so schon zweimal nicht. Machen wir das mal so. So. So sieht's okay aus. Und dann machen wir das mit Balken oder so zu. Die Mitarbeiterräume sind ganz hübsch, ne? Wenn ich mir das so angucke. Doch, sind ganz nett eingerichtet. Kleine Küche. Sind die beide exakt gleich? Weil die haben ja unterschiedliche Funktionen. Farblich sind, ne, sind auch farblich gleich. Okay, sind gleich. Trotz unterschiedlicher Funktionen. So. Was hatten wir hier? Forschung. Gehen weiter. Dem haben wir schon Hallo gesagt. Was haben wir hier? Tier verstorben. Tierarzt ist unterwegs. Okay. Ist an Altersschwäche gestorben. Das ist genehmigt. Tier ist gestresst. Inkorrektes Geschlechterverhältnis, das heißt, der eine ist erwachsen geworden. Du bist 9,6. Ach, du bist das Weibchen. Du bist 2,5. Dann tauschen wir dich vielleicht gerade mal aus. Oder dich lassen wir halt frei. So, ach so, wir sind in seiner Genetik, Fruchtbarkeit 16%. Ist natürlich nicht arg doll, ne? Tier ist gestresst. Ja. Geht aber soweit klar. Wie sieht das mit euch aus, meine lieben Tigers? Männchen 11 Jahre alt, Weibchen 15 Jahre alt, oh. Ja, ich glaube, da läuft nicht mehr viel, oder?
Oder. So, ja, hier bauen wir mal weiter. Das Haus schwebt noch, das müssen wir auch noch ändern. Nicht bewegen. Bearbeiten natürlich. Wände. Holzbalken. Vier Meter. Holzschild. Das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, ne? Oder eher runde. Inwiefern sind die dekoriert? Nö, sind sie nicht. Gut. Dann bauen wir mal so kleine Dinger dahin, ne? Tun's die auch? Nein, die tun's nicht. Müssen die sein? So. Dann bauen wir mal die ganzen Stampfer da drunter. So. Muss ich mal gucken, wenn wir da noch ein Geländer hinmachen, dann müssen wir die vielleicht entsprechend drauf auf die Geländerabstände ausrichten. Das gucken wir dann noch. So, die haben wir drunter. Was haben wir denn hier? Holzfragment. Das könnten wir eigentlich rein so zur Deko dahin machen, ne? Ja, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Reine Deko. Aber hier können wir noch mal sowas. Halt, so war das nicht gedacht. Das können wir vielleicht. So drehen, genau.
Doch, das sieht ganz gut aus. Dann machen wir da noch ein Dach hin. Flach. So, das ist der Trick. Das ist der Trick. Können wir da noch hier eigentlich hinmachen, ne? Das ist eine Idee. Ah, Kamera. Das ist manchmal ein sehr eigenwilliges Wesen. Hallo? Was macht sie denn jetzt wieder? Nee, lassen wir mal weg. Pfosten. Holzbalken. Machen wir auf der anderen Seite hin. Ach so, nee, da brauchen wir sie gar nicht. Das Dach steht ja schon über. Okay, alles klar. Alles klar. So. Machen wir da noch so Säulen hin. Machen wir die so oder drehen wir die? Drehen wir, glaube ich, ne? So ist besser. So, und da können wir auch noch mal eine gebrauchen. I see. Die müssen wir noch ein bisschen
nach innen bewegen. So. Uah. Genau, ihr seid ja so müde. Oh. So ist besser. Eindeutig. Da brauchen wir noch was Zaunartiges, ne? Und gucken, wie wir das hier noch geschickt machen könnten. Dass wir da noch ein bisschen nordischen Stil oder irgendwas in der Richtung reinkriegen. Kann ich den drehen? Ja. So, dann machen wir da noch so einen Holzbalken drunter. Zwei Meter. Dann können wir hier wieder auf die 4 Meter gehen. So, dass das Ganze auch tragfähig ist. Hatten hier doch noch so schöne Dachdeko. Gibt es die nur in 2 Meter? Okay. Da ist der Pfeil genau davor. Sehr ungeschickt. So ist das nur sehr schwer zu sehen, ob ich dicht genug dran bin. Hätte man besser lösen können. So ist es einfacher. Da sehe ich nämlich besser. Jetzt einfach von da. Was machst du denn jetzt? Du kannst ja nicht einfach spielen. Switch da einfach mal darüber. Was soll denn das? Ich war hier doch am Bauen. Bin ich da versehentlich auf das Ding-Symbol gekommen, vermutlich.
So. Das auch noch hier irgendwie. Ja, so ist besser. Das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Grad Drehung bitte. Upsala. So war das nicht gedacht. So war das nicht gedacht. So. Das da oben hin. Aber ich finde es da eigentlich auch ganz angebracht. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir hier weiter in unser Mitarbeiterhaus bauen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.